Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich will Sie heute zu Beginn meiner Rede mal nicht mit Zahlen, Daten, Fakten zum Berliner Wohnungsmarkt langweilen, denn die kennen wir, die kennen Sie und die kennen vor allem die Berliner Mieterinnen und Mieter. Aber um es kurz zu machen, die Situation ist wirklich dramatisch und die Situation spitzt sich immer weiter zu. Aktuell, das können wir jeden Tag in der Presse lesen, haben wir es mit einer dramatischen Welle an horrenden Betriebskostennachzahlungen zu tun, die auf die Berliner Mieterinnen und Mieter zurollen. Und es ist ehrlicherweise kein Zufall, dass das nun vor allem Immobilienkonzerne wie Vonovia, Deutsche Wohnen oder Adler trifft, die nun seit Jahren dafür bekannt sind, dass sie hier mit den Betriebskosten tricksen. Ich habe gerade erst gestern eine Mieterversammlung in der Angerburger Allee in Charlottenburg organisiert. Da kamen 200 Mieterinnen und Mieter, von denen viele bis zu 5.000 Euro nachzahlen sollen. Das ist, wie angekündigt, eben kein Einzelfall. Wir sehen ähnliche Fälle aktuell in Tempelhof, Tegel oder Lichtenrade. Berlin ist im Heizkostenschock, doch dieser Senat hat zu diesem Thema bisher wirklich noch kein einziges Wort verloren. Und ich finde, wir brauchen jetzt ein Härtefonds für steigende Heizkosten, damit eben niemand seine Wohnung verliert oder im Kalten sitzt. Applaus 2024 wird kein gutes Jahr für Mieterinnen und Mieter. Da sind sich Expertinnen einig, da sind sich Analyseportale einig. Alle erwarten Mietsteigerungen von 10-20%. Ein ganz wesentlicher Faktor ist die Mietenexplosion, also ein ganz wesentlicher Faktor für die Mietenexplosion ist die zunehmende Anzahl an Indexmieten. Nach Schätzung des Berliner Mietervereins gibt es in Berlin aktuell rund 300.000 Mietverträge mit Indexmieten. Und die Tendenz ist klar steigend. Also 2022 wurden 70% aller neuen Mietverträge mit Indexmieten abgeschlossen. Kein Wunder, Indexmieten versprechen in Zeiten steigender Preise ganz besonders hohe Gewinne. Also, Heizkosten, Preise und Mieten gehen durch die Decke und das große Problem ist, dass die Löhne und Sozialleistungen hier aber überhaupt nicht mithalten. Und ich finde es ehrlicherweise beschämend, dass in einem so reichen Land etwas so Existenzielles wie das Wohnen für immer mehr Menschen wirklich zur Armutsfalle wird. Aber es gibt eigentlich eine gute Nachricht, denn der Mietenwahnsinn ist kein Naturgesetz. Nur können weder die neue Bauordnung oder ihr komisches Schneller-Bauen-Gesetz der Mietpreisdynamik etwas entgegensetzen. Berlin bräuchte jetzt eine beherzte Mietenpolitik. Berlin bräuchte einen Senat, der sich dafür einsetzt, die Mieten zu deckeln, Sozialwohnungen zu bauen und, dass Menschen, und zu verhindern, dass Menschen im Kalten sitzen, weil sie sich die Heizung nicht mehr leisten können. Und Berliner Mieterinnen und Mieter... Berliner Mieterinnen und Mieter bräuchten vor allem eine Bundesregierung, die endlich ihre Arbeit. Man kann es wirklich nicht oft genug sagen, die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP im Bund ist wirklich ein mietenpolitischer Totalausfall. Was hat sich die Ampel noch vor 2 Jahren dafür gefeiert, dass sie nach 20 Jahren nun endlich wieder ein für das Wohnen eigenes Ministerium zuständig, ein eigenes Ministerium geschaffen hat? Ja, aber ich will auch sagen, Clara Geiwitz ist auch die schlechteste für das Wohnen zuständige Ministerin seit mindestens 20 Jahren. Clara Geiwitz hat es tatsächlich geschafft, noch weniger für Mieterinnen und Mieter zu erreichen als ihr Vorgänger Heimathorst Seehofer. Herzlichen Glückwunsch, das muss man tatsächlich erstmal schaffen. Laut einer Forsa-Umfrage ist bezahlbares Wohnen das zweitwichtigste politische Thema der Deutschen. Und kein Wunder, Deutschland blickt einer historischen Wohnungsnot entgegen. Es fehlen 900.000 Sozialwohnungen. Wir erleben den größten Mietenanstieg seit Jahrzehnten und eben auch die Preise für Gas, Strom und Energie steigen an. Aber die aktuelle Bundesregierung hält unbeirrt an ihrer Politik fest. Das ist eine politische Bankrotterklärung. Wir reden, so auch heute, absolut zu Recht über die faschistischen Umtriebe der AfD und ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Verbot dieser Partei prüfen müssen. Wir brauchen eine breite antifaschistische Mobilisierung, aber wir müssen auch den Rechten den politischen Nährboden entziehen. Und deswegen finde ich, das beste Gegenmittel gegen die AfD ist Schluss mit der Politik gegen Geflüchtete und Erwerbslose, stattdessen bundesweiter Mietendeckel, sozialer Klimaschutz und Milliardärsteuer. Also, um es nochmal kurz zu machen, wir schlagen jetzt 4 Maßnahmen vor, um die Mietenkrise zu lösen. Wir brauchen schnellstmöglich einen bundesweiten Mietendeckel, um die Mietpreiseskalation endlich in den Griff zu bekommen und zu stoppen. Wir wollen Index- und Staffelmieten verbieten. Und ein Anfang wäre ganz schnell gemacht, auch hier für den Senat. Wie meine Anfrage gezeigt hat, gibt es auch bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen 1.300 Indexmieten. Die müssten direkt verboten werden. Drittens, wie das Verbändebündnis das vorgestern gefordert hat, wir brauchen jetzt 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau und für dauerhaft gebundene Sozialwohnungen. In Berlin wollen wir ein kommunales Wohnungsbauprogramm auf den Weg bringen, damit endlich die Wohnungen entstehen, die wir tatsächlich brauchen. Und viertens...
Wir brauchen einen Härtefallfonds, davon bin ich überzeugt, für steigende Heizkosten, damit niemand seine Wohnung verliert oder im Kalten sitzt. Sie sehen, es könnte alles ganz einfach sein, wenn man sich konsequent an die Seite der Mieterinnen und Mieter stellt. Gemeinsam mit unseren Bündnispartnern werden wir dafür auch weiter streiten und ich will mal sagen, der politischen Apathie, die wir und der Einfalls- und Mutlosigkeit, die wir sowohl von der Ampel als auch vom Berliner Senat sehen, werden wir konsequent das entgegensetzen. Versprochen. Vielen Dank.